Wir sind back. Day 2 startet. Wir gehen jetzt gleich frühstücken, dann geht's auf die Card Show. Ich bin mega gespannt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß gestern mit dem Tag 1. Waren wirklich krasse Trades dabei. Lasst auf jeden Fall ein Like, ein Abo da und schreibt in die Kommentare, wie ihr solche Videos findet, wie ihr allgemein die Show findet. Wie direkt wieder struggle. Hier mein Kaffeegutschein noch, Tobias. Wir sehen uns heute wieder. Mein Koffer ist voll und ich habe noch hier die beiden Slabs und die ganzen Karten hier. Was mache ich jetzt? Ich brauche einen größeren Koffer, ey. Was steht da? Marcel, wie bewertest du das Eis? Das ist so kalt. Ist kalt? Aber so soll es ja auch sein, ne? Alter, das Eis ist, keine Ahnung wie lange jetzt im Dings. Das ist was Snickers. Das? Oh, Snicksnack. So, ich nehme euch mal mit nach unten. Hier ist relativ entspannt. Wahrscheinlich so eine Trade Area. Finde ich aber cool. Hä? Hier, wir haben direkt André getroffen. Royal Trading Cards. Ich markiere auch immer alle. Und ja, ich glaube, die Leute kommen gerade. Das ist Yannick. Der Mann, der seine Karten vergessen hat. Oh, what's up? Ich hatte gerade einen Typ, der wollte eine Katie Cunningham kaufen, so? Ja. Wir sind bei Pierre am Stand, folgt ihn aus. Und wir basteln mal was zusammen. Basteln mal. Der Mann ist im Stress. Wir wischen ihn jetzt mal richtig durch die Value-Boxen durch. So, wir haben uns einiges hier rausgesucht. Hier musst du mir helfen, weil das alles zusammen blieb. Und wir gucken mal, was jetzt preislich noch geht und rechnen mal zusammen. So, wir haben ein dickes Lot von Pierre gekauft. Wir zeigen euch später die Karten, das wird den Rahmen sprengen. Pierre, Faust drauf. Danke, danke. War sehr cool, hat mich sehr gefreut. So, haben wir gemacht mit zwei sehr coolen Freunden. Einmal hier mit ihm einfach wieder was zusammengewürfelt. Dann einen fairen Preis drauf. Ihr seht, man kriegt so Karten wirklich für faire Preise auf so Messen. Deswegen kommt da mal rum. Der Mann ist hier wieder am Stöbern. Und der zweite Deal, auch wieder was zusammen. Anthony Edwards, Franz, Wiseman und Vince Carter. Danke euch. Hat mich sehr gefreut. Guck mal, ein Zuschauer hat mir hier eine Shane Sharp angeboten. Sehr, sehr cool, dass er auf mich zugekommen ist. Guckt jetzt gerade durch meinen Koffer, ob er was findet. Wir haben wieder den Meister André. Er sucht eine Lamar. Wenn ihr ein Lamar-Auto habt, ist euer Mann. Ich verlinke dein Insta. On-Card. Der hat Ansprüche, der Mann. Hier, wie gesagt, ein Zuschauer kam auf mich zu, hat mir die Shane Sharp gezeigt. Wir haben jetzt einen dickeren Deal gemacht. Hier noch eine wunderschöne Jaden Ivey und eine Traylon Burks. Und er hat sich hier meine Photogenic Scotty Barnes abgeluxt, die ihr alle so geil fandet. Und dann noch ein paar schöne Karten. Maxi Bones. Noch mehr Scotty. Ich muss wieder Scotty holen. Kate und Scotty, vielen Dank für den Deal. Sehr cool. Hier die Männer auch am Start. Es ist ein Skandal. Patrick ist nicht da. Wir wollen Patrick zurück. Nein, was geht, was geht? Was geht, mein Lieber? Alles gut. Geht der schon wieder? Durch meine Karten durch. Ja, mal gucken, ne? Auf entspannt. So, der Meister hat sich einen Lot ausgesucht. Am Ende ist ja die Bereise auch nicht schlimm. Den Shane Sharp. Die Zion geht wieder.
Die ist auch neu, die geht wieder. Scotty, Trevor, Trevor. Der Mann braucht nämlich liquide Karten, ne? Natürlich. Da habe ich eine gute Adresse immer. Ich habe keine Maxis mehr danach. Alle weg. Maxi, Maxi. Wir haben die Faust drauf. Danke dir. Mit irgendwie randomly, den wir drauf bekommen, haben uns eine Dirk Nowitzki On-Card Auto auf 10 gekauft. Sehr, sehr geil. Vom guten Jan. Cooler Deal. Danke dir. Der Mann ist immer noch hier. So, wir haben noch einen Deal mit Micha gemacht, haben die Jaden Ivy bekommen, eine José Alvarado. Und er hat die Mathrin bekommen, ist die gleiche Karte wie die Ivy. Micha, cooler Deal, danke dir. So Leute, ich habe meinen Auftrag erfüllt. Wir haben die Überläufer getradet gegen den Ronaldo, weil er hat nur Fußball, Pokémon, Yu-Gi-Oh! Deswegen Hand nehmen wir mit, Faust drauf. Einmal Cards and Toys könnte man. Cards and Toys, checkt die Leute aus. Sehr, sehr cool. Oh, so, guck mal hier, die Karte haben wir schon vorher fertig gemacht für den guten Mann, hatten schon einen Deal. Und er hat jetzt noch eine Maxi gekauft, die haben uns erst gestern geholt. Kennt ihn? Bambus Schlitz, folgt ihm alle. Für den Deal. Sehr cooler Deal, wir kriegen ein bisschen Cash. Danke, danke. Guck mal Leute, mein Koffer ist komplett voll. Ich habe eine extra Tüte gebraucht. Freut euch auf den Rückblick. Hier ist so viel Stuff drin. Hier wird noch ordentlich gedealt. Aber es ist leerer, als ich gedacht habe. Eigentlich eine super coole Location. Man hat sehr viel Platz zwischen den Tischen, was ich sehr gut finde. Ich mag es nicht, wenn die direkt aneinander sind. Aber guckt mal hier, die ganzen Händlertische sind leider frei geblieben. Hinten kann man, wie ihr schon gesehen habt, ist die Trade Area. Oben kann man sich auch gut hinsetzen. Also Location ist wirklich sehr cool an Helge. Schade, dass doch einiges an den Händlertischen und auch so einfach frei ist und nicht so viel Leute da sind, wie ich vielleicht erwartet habe. Aber für mich war es auf jeden Fall erfolgreich. Wir gucken jetzt noch ein bisschen, ob wir noch was kaufen. Und Janik ist da auch noch da. Und ich habe noch so 2 Stunden, dann geht es Richtung Zug. Und ja. Absolut great. Soll ich mal die Karte an? Der Mann hat es geschafft. Was war dein Ziel? Das war mein Ziel, ich habe es gefaxt. Aber hast du gedacht, dass du mit so einer krassen Karte nach Hause gehst? Ganz ehrlich nicht. Die ist heftig. GG dazu. Danke. Schnell wieder in den Koffer wandern. Nie wieder. Wie gemacht? Ihr eine Robert Williams, eine Dame, eine Klay Thompson, eine Bam, eine Curry, eine Shay, noch eine Shay, noch eine Bam und eine Jane Brown. Cooler Deal. Zum Abschluss wahrscheinlich nochmal einen ganz dicken Deal gemacht. Wir geben tatsächlich die Scotty hier ab. Eine der längsten Karten in meiner Sammlung, die habe ich echt lange. Wir geben die Curry Stained Glass ab. Franz Wagner On-Card Auto und die sehr schöne Clyde Drexler On-Card Auto. Wir zahlen 220 drauf und bekommen ein dickes Slot. Er hat einige Karten aus den Rookie Classes, so Jaylen Brown, Jason Tatum, Devin Booker. Ja, komm, wir gucken es mal so schnell durchlauf, weil wir gucken uns die Karten ja alle noch an. Hier, auf jeden Fall ein Highlight für meine PC. Alles Mögliche. Gucken wir uns in Ruhe an. Und die dicke Karte ist die Devin Booker RPA, meine erste Devin Booker Rookie Auto. Vielen, vielen Dank. Sehr cooler Kerl. Bist du auf Insta unterwegs? Ich bin auf Insta. Wie heißt du? Bastian Witti. Bastian Witti, folge ihm alle rein. Wir haben noch einen Deal gemacht. Wir haben uns hier eine Shay Gold auf 10 geholt. Und eine AI, die hast du vom Yannick, ne? Die hab ich vom Yannick. Du fandst doch lustig. Und wir haben tatsächlich die vom Tobi abgegeben, die Gold Endpost auf 10. Cooler Trade. Nochmal, danke. So, wir haben uns noch was für die Zugfahrt gegönnt: einen NFL Contenders Blaster. Und hier die Optik. Was ist das für eine Box? Retail Box, ne? Hier. Mein besten Mitarbeiter, zweitbesten, sorry, dann krieg ich Eier mit Patrick. Wenn ihr auch mal Boxen kaufen wollt, checkt gerne mal German Trading Cards aus. Haben alles mögliche, alle möglichen Sportarten. Tennis, Baseball, Football, Basketball, Fußball. Alles am Start. Danke dir. Wir geben noch eine Scotty ab, die schöne On-Card auf 75. Wir bekommen die Shay auf 10 und eine Darren Fox. Absolut geiler Typ, wirklich super cool. Faust drauf, zweiter Deal schon von uns, sehr, sehr cool. Wie war die Show? Also ich habe eine Kohle gemacht, so ein paar schöne Trades am Ende. Ja, mal. Ja. Also, würdest du es wieder machen? 100%. Safe. Wann sieht man dich wieder? Auf einer Show? Düsseldorf bis am Start. Ja, genau. Sehr, sehr gut. Checkt ihn aus. So, wir haben es geschafft. Wir sind auf der Heimfahrt. Dicke Ausbeute seht ihr auf jeden Fall im Recap-Video. Er hat es auch in den Zug geschafft. Und was machen wir jetzt noch, Marcel? Wir machen jetzt noch ein paar Boxen auf. Boxen dabei, ne? Absolut verdient, oder? Bam. Wird jetzt noch gegönnt. 6 Stunden im Zug. Wir sehen uns später. Wünsch uns Glück. So, nachdem der Junge sein Fahrkartenproblem gelöst hat, machen wir jetzt die erste Box auf. NFL Contenders Blaster. Let's go.
sind wieder in Mannheim angekommen. Ihr kennt es alle, City-Döner. Meine Rettung, ich habe so Hunger. Jetzt wird erstmal noch gegönnt. Dann gibt es noch ein kleines Fazit daheim. Und ja, wir sehen uns. Ich muss wirklich sagen, ein Jufka, wenn man richtig Hunger hat, 1A mit Sternchen. Ich glaube, meine Bestimmung ist es einfach, Döner-Tester-YouTuber zu werden. Was sagt ihr dazu? So Leute, und wir sind wieder daheim. War auf jeden Fall ein sehr, sehr geiles, aber sehr anstrengendes Wochenende auch. Ist immer wieder ein Fest, viele von euch kennenlernen zu dürfen, mit euch zu quatschen, zu traden, auch über andere Themen als Karten oder Sport zu reden. Wirklich einfach eine coole Community. Und ja, einfach bedanken. Das ist dann der Abschluss von Video 2. Und ich weiß, ihr wollt alle Karten sehen, deswegen freut euch wirklich auf Video 3. Wenn wir uns alle Karten nochmal angucken. Es ist wirklich alles dabei. Es ist wirklich crazy diesmal. Im Video 3, im Pickup-Video, wird es dann auch das Giveaway geben für den Gewinn, für den Gutschein plus die Box. Also ja, guckt auf jeden Fall auch noch da rein. Lasst ein Abo da, lasst ein Like da. Schreibt in die Kommentare, wie ihr die Show fandet, wie es für euch als Zuschauer jetzt in den Videos gewirkt hat, ob ihr gerne auch mal dabei sein wollt und wie ihr die Show empfunden habt, wenn ihr vor Ort gewesen seid. Ob ihr mit mir gequatscht, mit mir einen Deal gemacht habt, schreibt es in die Kommentare, lasst Liebe da. Und wir sehen uns noch im dritten Video. Also bleibt gesund, macht's gut. Ciao.